Glücksballons. Ein Professor hatte jedem Schüler einen Ballon gegeben und ihn gebeten, ihn aufzublasen, seinen Namen darauf zu schreiben und in den Flur zu werfen. Der Professor hat dann alle Ballons gemischt. Den Schülern wurden dann 5 Minuten Zeit gegeben, um ihren eigenen Ballon zu finden. Trotz seiner hektischen Suche hat niemand seinen Ballon gefunden. An diesem Punkt sagte der Professor zu den Schülern, den ersten Ballon zu nehmen, den sie gefunden haben, und ihm dem Kind zu übergeben, deren Namen darauf stand. Innerhalb von 5 Minuten hatte jeder seinen eigenen Ballon. Der Professor sagte zu den Schülern, diese Ballons sind wie Glück. Wir werden es nie finden, wenn jeder sein eigenes sucht. Aber wenn uns das Glück anderer Menschen wichtig ist, werden wir auch unseres finden.